Guten Abend, YouTube. Wieder einer Moxe mit mir, dem Packing Bear. Ja, der Totti hat sich mal ein Xbox 360-Spiel gekauft, wie ihr seht. Das hat einen Sinn, den werdet ihr in den nächsten Tagen dann sehen. Ja, dieses Spiel ist Dead Smiles und ist in der Deluxe Edition. Ist ab 12 Jahren und wurde von Ringstar Games hier vertrieben. Und ist ab 12 Jahren, hat der hab ich ja gesagt. Und ich bin da durcheinander. Nee, das ist wahrscheinlich das Plätzchenbacken, das ich heute für den Totti gemacht habe. Ja, ich habe Kekse gebacken und ich habe ihn drauf gemacht. Nee, das waren leckere Kekse, hat die Mutti von Thorsten gebacken. So, und jetzt mal zum Spiel. Ja, erstmal hallo auch von mir. Ja, ich habe mir das 360-Spiel Dead Smiles gekauft, heißt es glaube ich, in der Deluxe Edition. Ist ein, ja, was ist das, so ein Shooter-Spiel? Ich kann es gar nicht genau erklären, muss ich gleich, vielleicht sieht man ja Bilder. Sieht auf jeden Fall, ist das Anime, ich stehe ja da voll drauf, wie ihr wisst. Und ja, ist ein neueres Spiel. Das vollständige Dead Smile-Erlebnis, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, erinnert mich ein bisschen an Parodius. Ist jetzt natürlich nicht Xbox-Grafik oder PS3 Next-Gen-Grafik, aber ich finde sowas toll. Da, einschließlich ladbare Inhalte für Mega Black Label, Online-Kooperationsspiele und Ranglistenspiel, einschließlich den Original-Soundtrack und Desktop-Zubehör und verschiedene Wege. Ein bis zwei Spieler, Koop-Modus zu zweit, Spielstände braucht 10 MB, HDDV 720p und 1080p, Dolby Digital Unterstützung, ja, und Online-Multiplayer, Zwei-Player-Spieler-Modus und Kooperation-Modus und Bestenliste. Ich habe es hier oben schon mal ein bisschen angeschnitten, weil ich bin es ja gewöhnt, einfach die Schlaufe zu öffnen bei solchen Spielen. Das habe ich hier nicht. Hier, das muss ich gleich mal feiner machen. Hier, ein Packing Bär ist für dich. Hey, ich hau dir gleich eine, Mann. Nimm das weg. Nimm das weg. Wow. Ich hab's dran. Ich hab's dran. Das zeige ich dir ein, du weißt schon. Ja, packen wir das doch mal aus. Das ist die CD. Sieht ganz nett aus. Ja, der Soundtrack wird wohl. Das ist, glaube ich, der Soundtrack. Ne, das ist der Original-Soundtrack. Finde ich schöner vom Motiv her. Finde ich okay, ich weiß nicht, episch. So, die Anleitung. In Farbe. Geschichte, wieso ich es liebe, Charakterebeschreibung. Das ist doch toll. Das ist eine tolle Anleitung. Da muss man diesen Ringstar Games, wie die heißen, echt mal ein Lob aussprechen. Geben sich auch viel Mühe für ihre Anleitungen. Ist ja zwar auch nicht so dick, aber sehr schön gemacht. Ich riech mal. Boah, riecht auch sehr gut. Boah, es riecht wirklich gut. Es sieht voll die Nase rein. Ja, da geht einer ab, was? Oh ja, das riecht wirklich sehr geil. Ups, ich meine gut, Leute, gut. Ich habe manchmal eine freche Aussprache. Es tut mir leid. Aber so bin ich eben. Ich bin das Böse vom Thorsten. Nein, ich bin die bessere Hälfte von Thorsten. Das wissen die auch alle. Ja, das war das Unboxing zu 360. Und ja, der Thorsten hat sich eine neue Xbox gekauft. Und jetzt holt er sich Spiele dazu wieder. Also könnt ihr euch darauf einstellen, dass es jetzt auch wieder öfters Xbox 360 Unboxings gibt und Collection eventuell, wenn wieder mal genug Spiele zusammen sind. Wir sagen auf Wiedersehen, wünschen euch einen schönen zweiten Advent und hoffen, ihr habt einen schönen zweiten Advent. Wenn das Video rum ist, werden wir es ja wissen, eventuell. Ja, und ja, ich sag auch Tschüss, ne? Ich mach die Kamera noch aus. Tschüss, ne, Leute!